Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich zu Hydroneer. Ja, ich habe dieses Spiel beim lieben Herrn Gronkh gesehen und ich habe mich sofort in dieses Spiel verliebt und dachte, wir arbeiten uns hier durch. Oh Gott, das ruckelt noch ein bisschen. Aber hey, es sieht... Ich habe so richtig Bock drauf. Nur so am Rand. Oh, okay. Ich freue mich richtig darauf. Ich meine, ich lerne es jetzt erst. Es ruckelt leicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Gucken wir mal auf Mittel. Oder liegt es an dieser Bewegungsunschärfe? Gibt es das? Jo, das machen wir mal raus. Das mag ich nämlich nicht so. Ich glaube, jetzt ist besser. Ja, genau. Ich habe es bei Gronkh gesehen und ich habe mir so gedacht, einfach, wow, Alter, das ist doch industrialisieren. Erstmal schön mit der Hand arbeiten und dann am Ende wirklich sich Mühe geben. Ich muss, wie gesagt, jetzt erstmal gucken, wie geht hier was. Alles klar. So wirft man Sachen hin. So, damit machen wir was sauber. Damit können wir... Oh Gott. Ich bin jetzt schon heillos überfordert. Ich habe... Okay, was ich gesehen habe, ist, man muss auf jeden Fall erstmal schubbern. Aha. Okay. Weil man sieht ja... Seht ihr diesen Punkt da rechts? So viel. Ah, sehr gut. Dieser Punkt rechts unten, der zeigt an, wenn man das ausschüttet, wohin das kommt, ne? Wie schüttet man denn etwas aus? Mit Linksklick. Okay. Das ist ja easy gemacht. Jetzt müssen wir irgendwie Wasser reinbekommen. Abfahrt. Also mal schubbern. Gib ihm. Nice. Und das ist vielleicht der Anfang so. Der Anfang sieht so ein bisschen aus. Später, wenn man das alles in, also wirklich schön in eine Industrie packt und so, und dann anfängt alles zu automatisieren, dann macht das richtig Bock. Also da freue ich mich schon darauf, richtig viel Geld mit euch zu machen. Abfahrt. Einmal weg. Wasser neu. Wobei, eigentlich könnten wir mit dem anderen auch Wasser holen. Und schubbern. Schubbern, bis das nicht mehr anders geht. So, und das kann man dann verkaufen. Ich zeige euch das gerade erstmal. Damit ihr versteht, was ich machen muss. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Also zum Glück, ich hab gestern den Stream geguckt, hab, glaube ich, keine Ahnung wie lange mir das angeschaut und am Ende nur so gedacht, Alter, was ist hier los? Ich kann hier Sachen abgeben, ich kann hier Sachen verkaufen. Da war ich auch, ne? Und es kostet halt echt ein Apfel und ein Ei, das Spiel. Ich habe tatsächlich 8 Euro gezahlt nur. Wir bekommen Geld, mit Geld können wir wieder Zeug anfangen. Ganz kurz, ich will mir das ja mal angucken. Das ist ja ein Ding. Kann man hier Soldat werden? Wen wollen wir denn hauen, ne? Das ist so die andere Frage. Also wenn es bei euch ein bisschen ruckelt, bei mir ruckelt es auch leicht. Ich weiß gar nicht, wo es kommt. Und ich finde es echt hübsch. Ich weiß nicht, wenn ich Hydroneer lese, denke ich natürlich gleich an Astroneer. Und Astroneer, ja, doch. War ein sehr gutes Spiel und vielleicht sind es die gleichen Entwickler. Ich müsste mir das mal anschauen. Habe ich nicht gemacht. Entschuldigung. Das war Absicht. Nicht Absicht. Ah ja, genau. Die Energiekristalle bleiben ja irgendwie. So, schubber. Abfahrt. So. Nee. So, und dann legen wir das wieder ab. Achso, wir können das auch so machen. Dass wir uns einfach hier Wasser holen und dann auch gleich wieder da reinkippen und so weiter. Schubbern. Schön. Genau, und irgendwann kann man sich dann andere Sachen holen. Ich habe gesehen, es gibt so mehr oder weniger so einen kleinen Exploit. Ich würde sagen, eine wundervolle Game-Mechanik. Man holt sich eine Angel. Das ist viel einfacher dann. Und dann gibt man sich richtig die Mühe. Alles klar. Ja. Rein mit dem Ding. Und dann, wenn man das macht, dann kann man hier die Edelsteinproduktion auch optimieren, sag ich mal. Aber das am Anfang muss man erstmal hier versuchen,
Edelsteine zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich richtig nice. Also, später kann man dann auch ein bisschen schmieden und sowas, ne? Also, das habe ich jetzt bei Gronkh nicht mehr gesehen. Ich habe auch nicht den ganzen Stream geguckt, aber... Ja, also sowas wird es auch dann nochmal geben. Was? Hä? Diggi, mach einfach dein... machen wir deinen Job. Ich war auch nicht an der Arbeit. War ja auch nicht. Machen wir meinen Job. Ja, also wie gesagt, man kann dann, wie gesagt, später automatisieren. Hallo? Ich kann meinen Eimer nicht ausleeren. Oh, oh, jetzt ging's. Komischerweise. Und... Ja, es gibt dann später sogar noch Maschinen, die man sich holen kann. Also, es ist Wahnsinn, was das Spiel anbietet. Und ich bin der unordentlichste Mensch dieser Welt. Ohne Kack. Ihr werdet weinen. Wenn ich anfange, hier erstmal Unordnung zu schaffen. Also, Effort. Next. So, jetzt schubbern. Gucken wir mal, wie viel wir eigentlich dafür bekommen. Alles klar, komm her. Abfahrt. Genau, es muss halt richtig im Eimer liegen. Zack. Und jetzt kann ich es mitnehmen. Das ist halt so cool gemacht. Ich liebe es. Man, also, hier ist wirklich so... Ich meine, gut, es gibt FPS-Einbrüche irgendwann, aber es ist so gut gemacht. Man kann halt wirklich jedes kleine Teil rausnehmen. Es ist so gut. Es macht so viel Spaß. Und da verliebt man sich. Es gibt mal keine Gegner für uns. Ach, guck mal. Abfahrt. 66 Cent haben wir. Knüppeln wir die mal rein. Wir gucken mal, wie viel die Angel kostet, weil dann können wir ein bisschen weiter Progress machen. Ich freue mich nämlich schon, wenn es so richtig hart rangeht hier. Oh ja, da freue ich mich so drauf. Da werden wir so richtig eskalieren, wenn wir dann die ersten richtig guten Möglichkeiten haben. Ich leg's mal hier. Oh ja. So, wir nehmen mal die 66 Cent. Wenn wir dann, wie gesagt, wenn wir dann auf einmal so Maschinen bauen, aufbauen und so weiter. Abfahrt. 66 Cent. Eine Angel kostet. Oh, perfekt. Jetzt fangen wir schon mal an. Man kann hier nichts klauen. Das wissen wir auch schon. Leider. Komm einmal mit. Und ja. Ah, wunderschön. So. Hey, alle schon gesehen. Sorry, das ist einfach. Ist aber so. 1, 2. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen hier. So, und so kann man auch Sachen fangen. Also, wir stellen uns mal so hin. Ja. Also. Das wird jetzt auch so ein bisschen jetzt dauern, bis man so ein bisschen Geld zusammen hat. Vielleicht macht man kann sowas auch mal offscreen machen, das ganze Geld sammeln und sowas, aber das machen wir jetzt erstmal so. Ich muss zugeben, was mich halt sehr gefreut hat, ist, es gibt ja halt so ein paar klassische Berufe, sag ich mal, ne, die man halt annehmen kann. Das ist dann halt eben hier, also sowas wie eben die Schaufeln und sowas, ne, und dann gibt es die Möglichkeit eben hier zu angeln und es gibt später die Möglichkeit, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, aber bitte korrigiert mich, mit der Spitzhacke noch ein paar Sachen zu machen. Ich weiß nicht, ob es nur hier damit zu tun hat, dass man ja quasi die Erde abtragen kann, um dann damit eben Edelsteine zu bekommen. Weiß ich nicht. Oh, what the fuck? Was bist du denn für ein Fisch? Und, aber es macht halt unfassbar viel Laune ab einem gewissen Punkt und... Also nein, es macht von vornherein Laune. Es macht, also ab einem gewissen Punkt ist es dann halt wirklich so, dann geht's richtig ab. Und dann muss man halt auch wieder überlegen, so ein bisschen wie in Factorio, wenn du das kennt. Ja, gab's auch im Kanal, also wer es noch nicht gesehen hat. Mussten wir aber abbrechen, das war ja furchtbar. Wir hatten, glaube ich, über 100 Folgen gehabt. Und irgendwann mal war es so, ich habe die Folgen hochgeladen, wollte sie dann halt echt ein Jahr später dann bearbeiten. Ne? Also fragt mich nicht warum und was plötzlich passierte war, ich habe die Folgen nicht mehr gefunden. Also ein Teil der Folgen nicht mehr gefunden. Und deswegen ist dieses Let's Play auch abgebrochen.
Seitdem habe ich ein Trauma, immer wenn ich irgendwelche Folgen hochlade, ich gucke immer ganz penibel, ob ich alle habe oder nicht. Also das ist halt echt nicht so einfach. Also muss ein bisschen so gucken. Husti Hust, Mann. Ja, ich bin gespannt, was man hier alles noch so veranstalten kann ab einem gewissen Grad. Was man hier dann auch später mal richtig terraformen kann und sowas. So. Und wie ihr merkt, das finde ich halt auch das coole Prinzip. Hier geht es in dem Fall um Hydro, also in dem Fall wirklich nur um Wasser. Also Wasser ist hier das Gold der Erde oder Salz der Erde oder wie auch immer. Ja, dieser Frosch am Hals, ey. Also, das ist wirklich Salz der Erde. Und man braucht es für alles. Man muss es auch filtern können und so. Und das finde ich so cool, also wie wichtig Wasser eigentlich ist. Es ist ja bei vielen Prozessen so, wo wir es nicht sehen. Ja, also wo Wasser echt immer eine wichtige Rolle spielt. Einfach nur, weil ich jetzt nicht übertreiben möchte mit dem Sammeln. Hallo? Hallo? Alles klar. Fischi hat keinen Bock mehr. Komischerweise gibt es immer nicht mehr. Fisch hat keine Lust. Okay, eine Sache passt. Der auch. Ich weiß nicht, ob die Schuhe was bringen. Wir nehmen die einfach mal mit. So. So. Aber wegen Umweltverschmutzung und so. Und dann bringen wir mal das Ding weg. Und dann gucken wir, was das bringt. Also man wird gegen Ende halt super viel Geld brauchen. Um das eine oder das andere halt eben herzustellen. Aber... Ah ja, das sind doch schon mal ein paar Münzen. Damit kommen wir weiter. Ach guck mal, das Wasser ist noch drinne. Sehr schön. Schade, dass wir Wasser nicht verkaufen können. Das wäre nämlich auch, würde auch irgendwie passen, aber gut. Hier gibt es ja überall das Zeug nicht. Ich bin halt auch sehr gespannt, was die eigentlich mit dem Spiel dann eines Tages vorhaben. Also... Was ist das hier? Diese Montieren lassen sich ungeschliffene Edelsteine leicht zu geschliffenen Edelsteinen verarbeiten. Wollen wir das mal probieren? Ich weiß nicht, ob das mehr bringt. Wir hätten hier auch eine verbesserte Schaufel vielleicht. Weiß nicht. Passt das? Würde das gehen? Oh, wir brauchen noch 4. Okay, bis gleich. Achso, und was wir noch bräuchten, ist ein Bett. Wenn es dunkel wird, wird es dunkel. Und wenn es dunkel wird, ist es unangenehm. Okay. Noch ein paar Fische sammeln. Alles gut. Ach ja. Aber das ist schon cool. Also, mir macht das halt jetzt schon Spaß. Aber irgendwie habe ich gewusst, das Spiel ist genau für mich. Das Spiel ist genau meins. Ja, leider auch Echo mussten wir leider früher abbrechen. Das hat mich auch damals sehr geärgert. Weil wir halt irgendwie immer alles kaputt gemacht haben. Wir haben, also, war auch irgendwie so... Plötzlich funktionierte der Server nicht mehr. Plötzlich verschwindeten ganze Orte und whatever, ja. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir immer gemoddet haben. Also gemoddet haben, wir haben immer versucht, so ein bisschen den Progress zu verschnellern. Weil ich fand das immer super nervig, wenn du halt wirklich sehr, sehr lange irgendwie, keine Ahnung, 2 Folgen lang nur Holz geschleppt hast. Tendenziell eigentlich gar kein Problem, aber es ist halt... Auf Dauer für ein Let's Play ist es schon schwierig, finde ich. Also, mir selber macht das auch Spaß. Also, so privat habe ich es auch mal eine Zeit lang gespielt. Hat super viel Spaß gemacht. Man hat super viel gemacht so nebenbei. Aber, und das ist halt irgendwie auch so das Problem, aber Echo hat halt ist halt einfach langwierig. Ja. Vielleicht haben sie es ja jetzt mittlerweile geändert. Es gab ja einen ganz großen Patch dazu. Hätte sich das jetzt mittlerweile verändert? Weiß ich nicht. Kann ja sein. Würde mich freuen.
oder zumindest eine Möglichkeit gegeben, dass man auch mal schneller sammeln kann, schneller Sachen zusammenfügen kann und so weiter, schneller bauen kann. Es fehlte an einigen Dingen manchmal halt, aber nichtsdestotrotz macht das Spiel halt mega Spaß. Also, ne? Oh ja. Das müsste reichen. Jo, müsste reichen. Also, wie gesagt, Echo macht halt unfassbar viel Spaß. Aber ich wünschte mir da manchmal in so einigen Orten kleine Verbesserungen. Aber das ist ja immer so mit Games, ne? Man weiß immer alles besser. Und ich schließe mich da nicht aus. Soli. Dann haben wir jetzt erstmal Money, Money, Money. Ja, du könntest auch einfach nur das Geld rausnehmen. Das würde mir reichen. Zup. So. Das allererste, was wir hier aufstellen, ist ein Bettchen. Wie sind das? Ah, Linksklick, okay. Und irgendwann können wir uns auch Häuser bauen und so. Und da wird das dann richtig abgehen. Ein Schleifstein. Wir müssen den mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Aber wir sollten den echt mal ausprobieren. Ich will halt echt gucken, wie man gut Geld macht. Hallo? Hallo? Nimmst du den mit? Danke. Ich habe aus Versehen die ganze Zeit Linksklick gedrückt. Das war nicht so klug. So, Abfahrt. Und dann noch unsere Eimerchen. Ich kann mir vorstellen, wie... unser Eimerchen ist hier. Ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Angeln halt die schnellste Methode ist. Aber wir wollen ja einfach mal austesten, wie es weitergehen kann und nicht immer nur das Gleiche machen, was andere machen. Nur weil es schneller ist. Hier liegt ein Eimer. Entschuldigung, ich hätte gerne den Eimer. Sehr schön. Jetzt graben wir halt doppelt so schnell. Ist alles ein bisschen vereinfacht. Oh Mann. Danke. Klilling, klilling. Okay, ich probiere mal mit den Steinen etwas anzufangen. Mit einem erstmal. Alles klar. Wie benutze ich das Teil? Kann im Tiegel, Eisenbahn oder direkt zum Juwelierverkauf werden. Ach so, das Eisenerz, okay. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben die sich denn dabei gedacht? Diesem Schaden lassen sich ungeschliffene Edelsteine leicht zu geschliffenen. Das ist ja kein Edelstein. Was ist denn mit den zwei Leuchtis hier? Kristallsplitter. Kann man nichts machen, okay. Wäre natürlich cool, aber Edelsteine, okay. Irgendwann mal. Vielleicht kommen ja noch Edelsteine. Ich hab keine Ahnung. Das ist mir zu kompliziert. Also man könnte das, glaube ich, auch ein bisschen beschleunigen. Indem wir hier gucken. Was sind das? Eisenerz? Das ist alles Eisen wahrscheinlich. Jo. Man könnte das wahrscheinlich alles beschleunigen, indem man eine Wasserpumpe baut, holt, mehrere von den Dingern hier aufstellt. Ah ne, er ist gebaut, alles klar. Man darf nicht die Erde einfach, ne? Okay, man kann ihn auch so nutzen, sehr schön. Also. Nochmal Eisenerz. So. Ja. Das geht auch. Sehr gut. Komm her. So. Ja, es rutscht runter. Relativ wenig. Wir bekommen nicht so gute Sachen gerade. Geht nicht, okay.
Sehr gut. Ich wollte es nur mal austesten und nochmal gegen kontrollieren, ob das so ist. Eigentlich bräuchten wir so einen Wasserhahn oder sowas. Hallo? Einfach mal liegen lassen, danke. Das. Wow. Wow. Ich weiß, ich muss das nochmal wegschubbern. Okay. Und. Nein, da. Der Alex hat's heute drauf. Der trifft alles. Ich meine, das wird jetzt nicht so viel bringen, aber. Wir können das mal verkaufen. Es gibt auch Magneten, habe ich auch schon gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das passiert. Ich dachte, mit einem Linksklick kann man sich da vielleicht ransetzen, aber... Nein. Man kann es auch zu Eisenbahnen schmelzen und so, also... Geht so einiges ab. So, Abfahrt. Ah, dieses Spiel, das wird uns lange beschäftigen. Es wird einfach Crafting pur sein. Ich habe lange kein gutes Crafting-Spiel mehr gespielt. Gut, welches gute Crafting-Spiel ich tatsächlich mal gespielt habe, das war ja noch Craftopia. Aber das war ja noch sehr am Anfang. Ich muss auch mal wieder reingucken, wie das jetzt im Moment aussieht. Weil da werde ich auch noch richtig eskalieren. Ich hatte ja auch irgendwann mal, lustigerweise, Craftopia weitergespielt. Und da bin ich dann auch richtig nochmal abgegangen. Das war ein Ding, ey. Apropos, wir könnten vielleicht gucken, dass wir uns eine Wasserpumpe holen. Wasserpumpe? So ein Ding mit einem Ventil? Dann müssen wir nicht immer ins Wasser latschen. Und dann nehmen wir so eine Gerade noch. Okay. Das macht am Anfang viel mehr Sinn, wenn man das macht, weil... Finde ich jetzt... Weil man kann dann halt mal. Also. Ja, oder. Machen wir es so. Man kann dann halt immer Wasser rausholen. Und das Wasser dann immer verwenden für eben. Fürs Schubbern. Ah, apropos. Ich mache den Wasserhahn vielleicht weiter vorne hin. Hat einfach den Grund, dass wir. Weiter vorne dann den Hahn an- und ausstellen können. Das jetzt hier drunter stehen. Geht das so? Ah ja. Alles klar. Der Alex hat mal wieder voll übertrieben. Und dann lassen wir den Eimer einfach hier liegen. Machen das mal zu. Ah, es ist wieder so dunkel, ne? Einmal alles liegen lassen, hinlegen, pennen, ciao, Abfahrt. So, ist doch alles gleich viel besser. Angenehmer, besser. Whatever. Wo ist denn? Unser kleiner Eimer ist wieder runtergefallen. Vorsichtig. Nein. So, Abfahrt. Ein erster Schritt zur Automatisierung, einfach durch sowas hier. Edelstein? Golderz. Okay. Wenn ich jetzt hier aufmache. Ja! Guckt euch das doch mal. Oh. So muss das gehen. Hä? Jetzt müsste ich nur noch eine Sache machen können. Nee, brauche ich nicht. Nee, auch nicht. Och, boy. Danke. Und Abfahrt. Wie viele Kellen können wir eigentlich direkt reinarbeiten? Okay. Ihr merkt das Dilemma, das ich jetzt schon habe. Hä?
Nee? Was? Was hat er gesagt? Es geht leider hier dabei nur ein. Okay. Bedeutet, ich muss... Habe ich das andere Ding hingeworfen? Da unten. Warte mal. Wow. Lex Bikes. Ich werde noch ein, zwei Sachen brauchen. Das klappt noch nicht so ganz, wie ich wollte. Hallo, kannst du da irgendwie... Ich habe schon meine erste Idee, was ich brauche, was für zwei Sachen ich brauche. Eieieiei. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen Geld bekomme, damit wir das Wasserrohr einmal in so einem bisschen höher schieben können, damit das schön reintropfen kann. So. Also, wir sind halt echt noch Lowbob, also wie gesagt, man könnte angeln ohne Ende, aber... How much money do you have? Eins. Und zwei. Der reicht. So. Jetzt bauen wir das Ding. Ich würde, wie gesagt, noch immer das Röhrchen, das da als letztes ran tun. Ja, genau. Jetzt muss ich überlegen. So. Wenn das überhaupt geht. Übrigens, die Musik erinnert mich leicht an Gothic 3. Glaubt man gar nicht, ne? Ja, okay. Wir lieben es. Hallo? Ja. So. Stimmt, das ist noch besser. Oh, das ist doch ideal. Ideal am Arsch. Wo ist mein Ventil hin? Ach, stimmt, es gibt ja diese Sache, wo man unten drunter baut. Ah, Mist. Und ich habe meinen Armer vergessen. Na gut, dann lassen wir den einfach die ganze Zeit durchlaufen. Ist ja auch egal eigentlich. Wird dann halt ein bisschen plätschig, aber... Ventil holen wir uns dann später wieder. Ich habe den auszusehen drunter gebaut irgendwo. Bleibst du hier? Könntest du einfach mal dahin? Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Hä? Ich krieg's Heule. So. Nein, die Angel kann auch mal hier bleiben. Sehr gut, so kann's sein. So kann's sein. So. Passt. Nein, hier geblieben. Ey, Brudi. So, irgendwie so. Und jetzt... Ah, ne. Da lang. Da lang. Perfekt. Ich überlege mir tatsächlich lieber doch... Hallo? Ach. Müll. Doch lieber vielleicht zu angeln. Einfach, weil es schneller gehen würde. Aber la. Und den Wasserhahn müssen wir da hinten auch mal abstellen. Ich krieg da... Die Krise gerade. Ich glaube, Angeln
bringt einfach auf Dauer mehr. So als Grundidee meinerseits. Ja, ihr seht, wir bekommen nicht viel dafür, was wir machen. Und ich glaube, das ist so das Problem. Wenn wir da lieber angeln würden, hätten wir wenigstens eine Fettpalette irgendwas, was wir mitnehmen könnten. Abfahrt. Ja, 106. Das ist halt nicht viel, Kim. Apropos nicht viel. Da? Ja. Ich brauche ein Ventil, noch immer. Ja, das eine Ventil, wie gesagt, leider verschwunden jetzt. Kann man nichts machen. Stimmt, da. 22. Kostet mich schon wieder die Welt. Waschemul. Aber wir werden das Wasser hier eh noch brauchen. Also. Ich sehe das ganz easy peasy. So, ihr seht, passt. Ich wollte eigentlich das ganze Gerätchen irgendwie anders setzen, aber so ist auch okay erstmal. Okay. Ja, dann angeln wir doch lieber mal. Das geht aber ein bisschen schneller. Ach ja. Es geht auch so einfach. Ne? Man sitzt da einfach nur und bekommt halt einfach so einen dicken Fisch raus. Ach ja. Oder halt auch mal einen Fuß. Fuß, ja. Ganzen Fuß. Nicht nur einen halben. Und grundsätzlich, ja. Finde ich das irgendwie, also sehr beruhigend und ich finde grundlegend erstmal überhaupt, dass man so viel machen kann, schon sehr früh, also sehr am Anfang. Finde ich schon unfassbar genial. Und dass man eigentlich noch alles darauf aus ist, relativ viel Geld zu sammeln. Um dann eben letztendlich seine Automatisierung voran... Alter, was bist du denn für ein Oschi? Denn wenn ich für dich ein paar Öcken bekomme, bin ich glücklich. Irgendwie klappt das nicht so. Irgendwie landen meine Sachen daneben. Liegt das an dem zu großen Fit? Ah, der ist reingelandet und gleich wieder raus. 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 Bleib. Bleibst du drin? Ei hoi de noi. Ich krieg allen zu viel. So. Nein. Nein. Ist da was? Ich bin gleich anders nüber, ne? Nicht? Okay, der eine Fisch ist schon mal drin. Ich finde das gut gemacht, wie gesagt. Der macht grundlegend immer den Abgang. Na. Der ist dran. Er ist auch dran. Bringen wir die mal weg, weil die Großen, die... Ach, so ein Fischsalat. Die sind echt... Schade, dass es keinen Autofischer gibt. Das wäre natürlich genial. Könnt ihr euch ja vorstellen, so... Und dann arbeitet er sich erstmal richtig schön durch. Durch das Meer und sorgt dazu, dafür... Ja, sieht ja 81. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, gell? Die Dimensionen sind ein bisschen was anderes, du. Also am Anfang bringt's Fisch wahrscheinlich, aber später die Edelsteine. Gerade weil man die automatisieren kann. Ah, haben wir 166. Ja. Bisschen Wasser losgeworden erstmal. Fische kann man nicht braten oder so, kann man nicht mehr daraus machen. Noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das alles noch kommt. Also... Hoffe ich zumindest. Ja, und dann gucken wir mal, was eigentlich, also was dann eigentlich tatsächlich die anderen Geschäfte haben. Es gibt ja noch andere Städte quasi. Wir haben ja hier nur so einen kleinen Platz, wo wir anfangen. Und dann gibt es ja noch ein paar Städte. Ich würde die einfach mal nächstes Mal abklappern, damit ihr mal so seht, was möglich ist. In der nächsten Folge dann einmal alle abklappern.
Es ist schon krass teilweise. So. Oh, es ist so angenehm. Einfach mal ein bisschen. Ne? Einfach mal ein bisschen. Einfach mal ruhig angeln. Einfach mal die See genießen. Oder den Fluss. Den kleinen, den wir hier haben. Oh, zu spät. Ach ja, wie wunderschön. Und noch ein Fisch. Und die Musik ist schön. Oh. Aber es ist so krass, wenn man so drüber nachdenkt, wie heftig eigentlich so Spiele, die mal irgendwo gezeigt werden, was für ein Impact, also dass die Leute das dann auch kaufen und so, was für ein Impact das alles hat. Das finde ich so faszinierend, wenn Leute dann einfach sagen, okay, hey, ich spiele jetzt mal ein Spiel. Mir ist, also dieses Spiel ist mir komplett unterm Radar durchgegangen. Und also ich meine, gut, ich habe ja noch Medieval Engineer, wollte ich irgendwann probieren. Einfach mal. Ja, einfach mal so. Space Engineers ist ja von der gleichen Firma. Und mit Space Engineers hatten wir ja mega lange sehr viel Spaß. Ich würde irgendwann mal gerne wieder eine neue Runde starten. Weil dort kann man ja eigentlich auch relativ viel automatisieren. Wobei, ich wünschte mir, dass es noch ein bisschen krasser ginge. Also, dass man nochmal eine Stufe krasser automatisieren kann. Das wünschte ich mir bei Space Engineers. Also, dass man wirklich Drohnen losschicken kann, die dann für einen arbeiten. Wie auch dieses Build- und Repair-System, was wir hatten. Das war so gut. Weil irgendwann ist es ja klar, irgendwann lässt du dann halt die KI für dich arbeiten. So, finde ich. Wir haben es natürlich auf die Spitze getrieben, weil wir die Ressourcenausbeute halt sehr hoch gemacht haben. Was ich sehr gut fand, weil so konnte man das Spiel mal auskosten. Ah, und wir konnten uns auch die großen Schiffe bauen, wie die Luna. Ich weiß noch. Alter, die Luna, das war ein Ding und dieser war mal abgestürzt. Alter. Weil wir waren in der Erdumlaufbahn. Und wir hatten, ich weiß nicht, war das nicht so, dass wir die Triebwerke und so verändert hatten? Und wollten eigentlich ein anderes Schiff verfolgen. Und plötzlich fliegt die Luna nicht mehr. Also fliegt nicht mehr höher. Und auf einmal sieht man uns nur noch abstürzen. Wir haben noch nach der Luna gesucht, wie bekloppt. Weil alle Systeme natürlich ausgefallen sind und so. Und nebendran lag noch das andere Schiff, was uns immer getötet hatte. Alter, das waren so ein Space Engineers. Ich hab wieder richtig Bock drauf. Hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Da sollte ich auch einiges getan haben. Sollen ja neue Sachen rausgekommen sein. Neue DLCs, ich glaube, ich habe auch alle. Müsste eigentlich mal wieder reingucken. Eigentlich wäre das Pflicht. Aber dann muss man halt wieder einen eigenen Server machen und so, ne? Ist halt auch wieder so eine Sache, weil sonst kommt man mit dem Raffinieren nicht hinterher. Und ja, ich hoffe, es gibt, wie gesagt, eine bessere. Es gibt mittlerweile so. Es gab ja diese Kontrolldinger da, ne? Diese. Wie hießen die? Kontroll. Oder Commander oder keine Ahnung. Man konnte ja irgendwie. So eine KI einbauen, aber ich habe sie nie verstanden. Die hatten ja auch einige. Na gut, komm. Wir holen das gleich. Ich will jetzt nicht wieder lange rumdödeln. Aber das war schon geil. Ich weiß noch, also was wir da alles gemacht haben. Das ist Wahnsinn gewesen. Ah, 208, guck mal. Abfahrt 208, damit lässt sich schon mal gut leben. Aber ja, aber erstmal gucken wir uns das hier wieder an und ja. Bei Space Engineers weiß ich noch, wo wir dann halt so die ersten Projekte dann auch irgendwann hatten. Geld liegt zusammen. 400 Öcken.
Also wo wir dann die ersten großen Projekte dann angegangen sind, wie gesagt Schiffbau oder so, oder auch dieses eigentlich ziemlich gut gemachte, diese gut gemachte Space Station mit diesem Turm und so weiter, das war schon mega. Aber wie gesagt, irgendwann ging auch das vorbei. Ich weiß noch, wo wir den ADAC gespielt haben, das war geil. Wo der Skullhead immer abgestürzt ist. Ah, war das geil. Und wir dann einfach als ADAC ankamen. Alter. Sehr nice. Nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.